Mein Name ist Richard Oetker. Ich bin Vorsitzender des Vorstandes der Weiße Ring Stiftung. Ich bin im Dezember 1976 entführt worden, verbrachte 2 Tage in einer engen Kiste gefesselt. Die Kiste wurde unter Strom gesetzt und ich habe mir durch den Stromschlag beide Hüften gebrochen und 7. und 8. Brustwirbel. Nach Bezahlung eines höheren Lösegeldes bin ich nach 2 Tagen freigelassen worden und bin bis heute körperlich behindert. Ich weiß, was es bedeutet, Opfer zu sein. Ich hatte das große Glück, eine große Familie hinter mir zu wissen, ein großes Unternehmen hinter mir zu wissen und viele Freunde. Ich weiß aber auf der anderen Seite, dass viele Opfer diese Bedingungen nicht haben. Das war der Grund, warum ich dann in den Weißen Ring eingetreten bin und heute Vorsitzender der Weißen Ring Stiftung bin. Ich unterstütze die Stiftung ideell wie auch finanziell und halte über meine Erlebnisse zugunsten der Weißen Ring Stiftung Vorträge. Es ist natürlich die Aufgabe der Weißen Ring Stiftung, den Opferschutz weiterzuentwickeln. Und das ist eine nachhaltige, wichtige Aufgabe. Die Weiße Ring Stiftung unterstützt Forschungsprojekte. Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte werden dann der Politik vorgestellt, damit die Politik entsprechende Schlüsse daraus zieht und nach Möglichkeit in Gesetze einfließen lässt. Generell ist es wichtig, die Position des Opfers in der Gesellschaft zu stärken. Wir Menschen tun uns schwer, auf Opfer zuzugehen. Das liegt zum Teil an unserer Erziehung und auf der anderen Seite aber auch an unseren Hemmungen. Somit setzt sich das Opfer nochmal der Isolation zusätzlich aus. Die Möglichkeit, mit anderen über das Erlebte zu sprechen, birgt die Chance, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes alles von der Seele redet. Und wenn die Seele geheilt ist, vielleicht vernarbt, aber geheilt ist, dann geht es dem Menschen auch besser. Liegt Ihnen das Thema Opferhilfe am Herzen? Die Weißer Ring Stiftung bietet die ideale Möglichkeit, nachhaltig zu helfen. Als Stifter können Sie Ihr Vermögen eine soziale Rendite erwirtschaften lassen und zukünftig wirksame Projekte der Weißer Ring Stiftung unterstützen. In der Weißer Ring Stiftung gibt es viele Wege, etwas zu bewirken. Mit Ihrem Engagement stärken Sie die Opfer von Kriminalität und Gewalt. Sie wählen zwischen einer Zustiftung, der Errichtung eines Stiftungsfonds, einer Treuhandstiftung oder einer selbstständigen Stiftung zu einem Anliegen, das Ihnen persönlich sehr wichtig ist. Als Stifter nutzen Sie Ihren Gestaltungsspielraum und profitieren von besonderen steuerlichen Vorteilen. Ihr gestiftetes Vermögen vermehrt den Kapitalstock der Stiftung und bleibt dauerhaft erhalten. Die Erträge aus der Vermögensverwaltung werden Stiftungsprojekten zugeführt. Die Projekte tragen dazu bei, die Situation der Kriminalitätsopfer zu verbessern und ihre Position in der Gesellschaft zu stärken. Auch Spenden sind der Weißer Ring Stiftung willkommen. Die Spenden fließen nicht in das Stiftungskapital ein, sondern werden für laufende Projekte eingesetzt. Menschen bedenken die Weißer Ring Stiftung in ihrem Testament. Mit ihrem verantwortungsvollen Handeln helfen sie, Opfer auch in Zukunft nachhaltig zu stärken und ihnen eine Stimme zu geben. Gemeinsam mit Ihnen als Stifter können wir langfristig wirken und die soziale wie die rechtliche Situation der Opfer verbessern. Zusammen mit renommierten Universitäten führen wir wissenschaftliche Studien durch, die das Bewusstsein für den Opferschutz erhöhen. Belastungen von Opfern im Ermittlungsverfahren. Prävalenz von Stalking in Deutschland. Dunkelfeld-Pilotstudie zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Die Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Opferhelfern liegt uns am Herzen. Hilfen für Kriminalitätsopfer mit Hörbehinderung,
Gehörlose Gewaltopfer fühlen sich oft alleingelassen und benötigen professionelle Unterstützung in Gebärdensprache. Bei langfristig unaufgeklärten Straftaten darf uns das Schicksal der Hinterbliebenen, auch sie sind Opfer, nicht gleichgültig sein. Die Weißer Ring Stiftung hat die No-Stalk-App entwickelt. Mit der No-Stalk-App können Betroffene die Taten gegen sie rechtssicher und digital dokumentieren, um sich juristisch gegen die Täter zu wehren. In ganz Deutschland finden regelmäßig Vortragsreihen statt, um auf Opferschutz und Opferhilfe aufmerksam zu machen. Gerne helfen wir Ihnen mit unserer Expertise bei der Gestaltung Ihres Engagements. Zusammen mit Ihnen suchen wir die geeignete Form und den passenden Zweck. Wir übernehmen die Verwaltung Ihrer Stiftung und die Kommunikation mit Stiftungsaufsicht sowie Finanzamt. Sie haben Fragen zur Weißer Ring Stiftung, zu einer Stiftungsgründung oder zu einem Engagement als Stifter? Wir informieren Sie gerne. Telefon 06131 830 337. E-Mail info@weisser-ring-stiftung.de. Homepage weisser-ring-stiftung.de. Die Weiße Ring Stiftung braucht finanzielle Mittel, um Projekte zu unterstützen, die langfristig zum Wohle der Opfer ausgerichtet sind. Ich möchte als Vorsitzender der Weißen Ring Stiftung einen Beitrag dazu leisten, Opfern zu helfen, problemlos, soweit es geht, in den Alltag zurückzukehren und mehr in der Öffentlichkeit Verständnis für die Bedürfnisse von Opfern zu erlangen. Ich will Opfern Mut machen, dass sie wissen, dass wir Menschen viel stärker sind, als wir selbst glauben und dass wir gut in ein Leben zurückfinden können.